Das Konzentrationslager Ravensbrück, 100 Kilometer nördlich von Berlin. In diesem Lager rekrutiert Heinrich Himmlers SS die meisten Zwangsprostituierten für ihre KZ-Bordelle. Elegante Frauen. Schön angezogene, saubere, elegante Frauen. Das war einfach eine Qual, eine schreckliche Qual. Mehr als 200 Frauen müssen sich während der Kriegsjahre im KZ zwangsprostituieren. Und wie gingen die Männer mit ihrer Schuld um, legalisierte Vergewaltigungen verübt zu haben? Haben sich die Männer jemals Gedanken darüber gemacht? Wie erging es den Frauen tatsächlich, die eingesperrt im Lagerbordell sich tagtäglich zwangsprostituieren mussten? Von diesen Frauen nehmen alle ihr Geheimnis mit ins Grab. Alle. Bis auf Maria. Abends, wenn die Häftlinge Feierabend hatten, dann mussten wir dran glauben. Diese zwei verfluchten Stunden. Diese zwei verfluchten Stunden im Bordellzimmer.